Willkommen, liebe Clasher. Heute 100%ige Sachen vom Rathaus 8 bis Rathaus 11 Umfeld. Viel Spaß und let's fight! Wir beginnen mit dem Christian Armageddon Rathaus 8 auf einen Low Rathaus 9er. Er ist erstmal dabei und nimmt hier an der Seite mit einem doppelten Gift die Clanburg-Truppen aufs Korn. Wir beginnen ganz locker hier mit Hawks und Valkyren am Start. Das müsste gleich soweit zu Ende sein. Der Babydrache wollte noch entkommen. Leider ist die Qualität nicht besser, aber ich finde den Fight richtig gut gemacht. Ah, der Loon ist schon böse. Jetzt erstmal die Magier noch. Jetzt ist er endlich hin. Jetzt kann es losgehen. Jetzt, oh, der Riese direkt auf einer Riesenbombe gelandet. Autsch. Okay. Die nächsten Fights sind von der Qualität her schon besser. Das ist immer mal unterschiedlich von dem, was ich bekomme. Aber dieses wollte ich einmal zeigen und jetzt die Valkyren rein in die Mitte. Let's fight. Na, ärgerlich, die Valkyren wollen noch durch die Wand, weil da die Queen stand. Na gut, das Thema ist jetzt erledigt und endlich noch einen Wut drauf und Action. Gib ihm, die Mitte muss, denke ich mal, gut erwischt werden. So, die Valkyren wollen immer noch, jetzt doch nicht mehr rum. Jetzt geht's endlich in die Mitte. Das hat gut geklappt, sehr schön. Und so können die Mitte hier gut entkernen. So klappt das richtig, richtig gut, um die auseinanderzunehmen. Vor allen Dingen ist es ein Rathaus 8er. Na gut, aber der Rathaus 9er ist auch noch nicht so stark. Die Hawks sind mit dabei jetzt und hoffentlich schaffen die das. Die haben keine Möglichkeit mehr. Da ist der King mit zwei Valkyren unterwegs. Die Valkyren sind jetzt durch die Wand durch, aber die Hawks können sich immer noch nicht verteidigen. Unten sind Magier am Start. So, jetzt können die Hawks sich endlich verteidigen, weil keine Verteidigungsanlagen mehr da sind, werden sich erst dann verteidigen. Jetzt klappt's. Super. Ist schon schade, dass diese Truppen eben diese Programmierung haben, weil sie wehren sich wirklich erst dann, wenn alle Verteidigungsanlagen weg sind. Aber so ist das nun mal. Und nach diesem Fight kommt gleich als nächstes ein Rathaus 9er. Und die, denke ich mal, dieser Fight hier wird jetzt locker zu Ende gehen, ist ja nur noch abräumen. Die 30 Sekunden klappen, denke ich mal, auch noch ganz flott. Einfach gut gemacht. Ihr könnt hier, wenn ihr mit Mobeisen aufnehmt, da gibt es die Option, das wirklich alles zu verstecken. Da gibt es zwar Übersetzungsschwierigkeiten. Da steht dann sowas, wenn ihr das ausblenden wollt, steht nicht ausblenden, sondern sowas wie behindert. Es ist einfach komplett schlecht übersetzt, hat damit überhaupt nichts zu tun und soll auch nicht diskriminierend sein, ist einfach komplett falsch übersetzt. Wenn ihr das einschaltet, geht hier dieses Recorded bei Mobeisen und auch dieser Button da, dieser M-Button auch weg. Das könnt ihr komplett wegbekommen, wenn ihr das komplett clean free aufnehmen wollt. So, 100%, das hat geklappt. Der Fabito alias Feuerstein im Clan Live Free or Die. Und von oben mit Queen War King hat er auch schon rechts gesetzt. Er hat ein anderes Aufnahmeprogramm, wie man sieht. Oben blinkt da so ein roter Punkt. Der ist mal von seinem Namen runtergenommen. Das geht ja gar nicht. Ein sehr offenes Dorf hier. Das lädt bestimmt dazu ein, dass die Truppen schön in die Zange genommen werden. Mal sehen, ob das hier so geklappt hat. Der Queen Walk, denke ich, unterstützt das ganz gut. Ah, den King hat es erwischt durch die Clanburg-Truppen. Böse Falle. Da sind dann als zweiter Part ein Luftfight. Das sollte, denke ich mal, dann klappen. Die Clanburg-Truppen müssen dafür deswegen unbedingt weg, weil sonst wird das nichts mit dem Luftfight. Und im Optimum kriegt die Queen hier noch diese Luftverteidigung da unten. Das wäre natürlich richtig super. Der eine Hock, ah, der schafft es leider nicht. Okay, aber es war eine Möglichkeit, ein bisschen was herauszuholen. So, die Tesla, der ist ja auch nicht schlecht. Je mehr was Luft angreift, umso besser wird es jetzt hier. Da ist gleich eine Doppelkanone. Mal sehen, ob er da auch noch einen Wut auf die Queen dann setzt, wenn es sie ein bisschen heftiger abbekommt. Jawohl, der geht da super an der Doppelkanone bisher vorbei. Und die müsste auch so, ohne vielleicht die Doppelkanone zu erwischen, auf diese Luftabwehr kommen. Jetzt beginnt er aber schon mit dem Luftbad, damit es zeitlich kein Problem wird. Oh, schade, da wird natürlich der Hund schon angegriffen, aber die Queen müsste gleich dabei sein und mithelfen. Ah nein, die geht aufs Rathaus erstmal. Na gut, da müssen die Lufttruppen das eben selber machen. Da ist auch noch so ein Luftfeger, so ein ärgerlicher. Die zwei Gegner, die Luftfeger, sind gut gestellt, um diese Lufttruppen da wirklich wegzudrücken. Aber jetzt, ja, sollte es eigentlich klappen, dass beide Luftfeger weg sind und auch die Luftabwehr. Oh, jetzt endlich. Mann, oh Mann. Das hat ganz schön gedauert. Ärgerlich.
aber nicht zu ändern. Nur mal, die Base will sich ja auch verteidigen hier. Ist ja auch kein Häkelkurs, sondern wir wollen ja wirklich fighten. Und auch einfache Dörfer will auch keiner haben, sondern wir wollen ja wirklich was erreicht haben. Und so, er hat es auch schneller gedreht, sehr gut, vom Fabito. Und dann hat er den hier auch abgeräumt, sehr schön gemacht. Einiges an Truppen übrig. Die Queen ist immer noch voll mit den Heilern, top gemacht. Der Jolle bei uns aus dem Clan, dem aktuellen Clan War, Rathaus 10 auf Rathaus 10, aber beide sind so ein bisschen mehr Rathaus 9-like. Allerdings, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da geht er locker mit den Lakis hier außen ran, um da schon so ein bisschen Vorschaden zu machen. Auch hier ist erst ein Boden, erster Fight und dann mit Luft hinterher. Das ist ein richtig spannender Fight, finde ich, denn das klappt hier nicht immer alles so optimal. Da kommen die Clanburg-Truppen raus. Super, dass die Queen mit dabei ist. Die muss sich um den bösen Babydrachen nämlich kümmern. Den kriegt man sonst nicht vom Himmel so leicht. Da sind noch zwei Magier mit dabei. Sehr gut, jetzt ist endlich der Babydrache weg. Dann sind die Bowler dabei und ihr müsst mal schauen, was diese Bodentruppen hier an einen Vorschaden generieren. Der ist wirklich enorm. Was die hier kaputt häckseln, ist richtig, richtig gut. So, jetzt gehen die unten noch auf die Luftabwehr drauf. Dann wäre noch der Luftfeger unten auch noch mit dran. Ich habe ein bisschen schneller gedreht. Jawohl, jetzt kommt der Luftpart. Und da ist ja kaum noch was übrig. Die Hälfte ist schon mit den Bodentruppen, mit den Bowlern zusammen kaputt. Und dann nur noch die Lufttruppen hinterher. Und dann mit Speedzauber, damit diese Luftwege kürzer werden für die Loons. Die sind ja sonst relativ lahm. Und so klappt das hier richtig gut, hier durchzukommen. Tja, und dann sind die Lavawelpen dabei und räumen hier noch den Rest ab. Das klappt, denke ich mal, ohne Probleme. Sehr schön gemacht vom Jolle. Und der Clan war es noch nicht zu Ende. Ihr seht, da unten wird auch gerade gefightet. Da kommt immer was noch hinterher. Ist gut was los hier. Und unten noch die Bauhütte. Das war's dann. Einsame Spitze. Gut gemacht vom Jolle. Als nächstes der Joko. Der hat hier angegriffen von rechts mit Queen Walk. Und dem Babydrachen, ja, der bekommt es aber heftig ab hier. Ich weiß nicht, ob der das Lager packen wird. Der soll bestimmt der Queen die Richtung geben. Nee, das hat nicht geklappt. Auch hier die Auflösung leider nicht ganz so gut, aber wird bestimmt noch besser. Ja, der Bowler schafft ja das, der Queen die Richtung zu geben, dass da nichts mehr Verführerisches außen steht. Okay, das klappt. Ihr habt auch gewünscht, dass ihr wieder einen Clan-War-Fight von mir sehen möchtet öfters. Das hatte ich ja in den 90%-Video gemacht. Allerdings, jetzt habe ich noch einen hier drin und der kommt am Ende dieses Videos. Da könnt ihr dann gerne noch schauen. Aber erstmal vom Joiko. Erstmal von ihm hier der Fight weiter. Unten die Queen kümmert sich um die Clanburg-Truppen. Und dann gehen die hier super schön in die Mitte rein. Jawohl, und das klappt. Da schön mit Wut unterstützt und dann den Sprungzauber eingesetzt, damit die da richtig schön in die Mitte kommen, denn die ist super stark verteidigt. Ja, das klappt. Und dann hat er noch Wut übrig, ja, der sollte da jetzt mal drauf, jawohl. Und hinten hat er gefrostet, auf den Single Inferno, sehr früh gefrostet. Ich weiß nicht, da waren die Truppen noch gar nicht so da. Aber wenn dann die Hexe da hinten ist und ganz viel spawnt, dann ist der Inferno beschäftigt und auch der King vom Gegner ist richtig beschäftigt. Denn jeder starke Schlag vom King wird dann von so einem Skelett abgewickelt. Auch links sieht man super diese Skelette, dass die hier diesen starken Maximum-Bogiturm beschäftigen. Und so die Bowler ganz leichtes Spiel haben und den abzuräumen können. Sehr schön. Und da sind noch die bösen Truppen. Er hat immer noch einen Wutzauber übrig. Ganz starker Fight und das ist richtig gut gelaufen hier für ihn. Sehr, sehr schön und die Pokis müsst ihr euch gleich mal angucken. Das ist ein Mordsding hier, wenn er das hinbekommt mit 3 Sternen. Deswegen hat er mir das auch geschickt. Das ist richtig cool. So, jetzt hat er doch nochmal einen Wut gesetzt, der war aber überhaupt nicht mehr notwendig. Boah, was für ein Overkill und 52 Pokale, heftig. So, als nächstes der Sam. Auch Rathaus 11 hier am Start, auch von oben hier aus angegriffen. Dann seitliches Clearing ist hier nicht ganz so optimal gelaufen, würde ich mal vorsichtig formulieren. Der King geht außen rum und ein paar Bowler oben auch. Da hat er noch richtig Glück gehabt, dass die in die Mitte wollen und mit Wut unterstützt. Hauptsache es gehen welche rein, denn da sind ganz schön Truppen am Start und die ganzen Magier dort sind hoffentlich auch bald alle weg. Jawohl, die Queen ist in der Mitte drauf. Und geht die noch rein? Nein, geht sie nicht.
Okay, aber dafür unten die Truppen im Kreis herum. Die Queen kann er ja auch noch zünden. Solange die Bowler da unten mit den Heilerinnen zusammenarbeiten, denke ich mal, sehe ich da ganz locker alles. Die Bowler wollen außenrum und die Queen oben muss er jetzt zünden. Da steht einiges noch an Verteidigungsanlagen und der X-Bogen holzt hier leider auf den Heilerinnen rum. So, die Queen, ja, das war's dann auch oben für die Queen. So, da sind aber richtig viele Bowler noch. Jawohl, und die gehen natürlich jetzt in die Mitte. Im Optimum kriegen die das Rathaus so mit erwischt, oder? Jawohl, super, das knallt dann noch mit drauf. Und dann haben die das Rathaus schon mal erwischt. Und da sind genug Truppen mit dem King zusammen für die Seite. Das würde vollkommen ausreichen. Auch ein richtig starker Level 11 Fight. Ein Push-Fight. Und auch hier, schaut auf die Pokale. Absolut heftig. 52 Pokale. So, der AZN Zeus hat hier angegriffen. Wieder Rathaus 11 im Clan War. Hier allerdings Besonderheit mit Hox. Das ist richtig cool. Ich denke mal, Rathaus 11 ist wieder am Start. Wir hatten jetzt ja auch mal was für niedrige Rathäuser gezeigt. Jetzt mal wieder Rathaus 8 und dann jetzt ganz viele Fights im Rathaus 11 Umfeld. Und hiernach kommt noch mein Fight. Allerdings, das war auch ein Sicherheitsangriff. Wir mussten unbedingt 3 Sterne da holen. Das war ganz, ganz wichtig. Und da schauen wir mal, ob das gut geklappt hat. Jetzt sind die Bowler da gut dabei. Die ganzen Hogs sind noch gut dabei. Ja, die Hogs sind dadurch, dass die Infernos das Heilen nicht mehr blockieren, sind die Hogs wieder mit dabei im Rathaus 11 Umfeld, was sie sonst nämlich nicht sind. Das war früher völlig uninteressant. Ich hatte ja vorgeschlagen, den Hogs ein höheres Level zu geben, aber ich glaube, dass mit den Infernos, dass die das Heilen nicht mehr blockieren, gibt doch noch viel mehr Möglichkeiten auf und das finde ich cool. Die Idee ist richtig gut und ihr seht, die Hogs werden super hoch geheilt. Ärgerlich nur die vielen Skelette, schon wieder den am Heck. Da kann die Queen leider auch nicht helfen, da ist sie leider noch an der Wand und die ist heftig. Das dauert eine ganze Weile noch, bis sie da endlich durch ist. So, die Hogs müssen da jetzt gleich durch. Leider der Multi-Inferno zum Schluss wahrscheinlich erst fast dran, bis die Meute Hogs da endlich ankommt. Jawohl, und die haben es so aber gepackt. Super. Und dann die Bomben einzeln da ausgelöst. Das ist gut. Und ihr seht, was die Hogs hier für einen Schaden machen. Auch ein richtig starker Clan-War-Fight. Sehr schön gemacht vom Zeus. Das ist auch eine Option. Hogs im Clan War. Allerdings ein paar Bowler mit dabei am Anfang und Magier waren auch mit dran. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super, 100% erledigt. So, jetzt kommt mein bescheidener Clan War Fight auf diesen Rathaus Elver. Dem fehlt aber auch noch der Adler, ist auch sonst noch nicht so unbedingt stark. Hier hat schon ein anderer Rathaus Elver bei uns vorher angegriffen und 67% geholt, 2 Sterne. Das reicht nicht, wir müssen in diesem Bereich unbedingt 3 Sterne holen, ganz wichtig. An der linken Seite stand der King draußen und ich wusste, dass da ein Tesla außen ist, also habe ich dort einen Wutzauber mitgesetzt. Da musste einiges mehr an Power rein und das sieht man, das hat geklappt, die ganze Ecke ist vernichtet. Da kommt dann gleich auch noch das Goldlager weg und dann ist der Weg in die Mitte leichter für die Truppen. Da klappt das, genau. Das hat jetzt super geklappt. Der X-Bogen ist bis in die Mitte weg. Also mehr kann man echt nicht mehr seitliches Clearing machen. Dafür hat es oben nicht so optimal geklappt. Dann schaut euch mal die Riesen oben rechts an. Die habe ich von meinem Clan-Kumpel Junker bekommen. Wir waren uns einig, die waren vorher bestimmt bei Inkasso Moskau oder ähnliches. Die waren echt unkaputtbar, diese Riesen oben. Wir müssen mal gucken, was die noch so alles anstellen. Also der Wahnsinn, die sind ja eigentlich sonst immer in Front. Aber hier haben die wirklich das Beste überhaupt geleistet. So, auf der anderen Seite, die Bowler sind dann auch langsam durch. Da musste das auch langsam so werden. Das war unheimlich wichtig hier, dass wir hier gewinnen, denn das im Clan War ist noch lange nicht entschieden. Und der King auch, bis auf der Außenrille wirklich. Und jetzt ist er endlich gestorben. Die Riesen sind immer noch am Leben. Jetzt habe ich links einen Lucky zur Unterstützung gesetzt, damit endlich dieser X-Bogen wegkommt. Aber zum Glück kommen die Bowler hinterher und klären das mit. Und jetzt geht es dann auf diese Seite weiter. Ja, und gut, das war jetzt auch nicht ganz so schwer, aber es war wichtig. Einfach mal sicher. Und ein anderer Clan-Kollege hat es eben auch schon versucht. Deswegen ganz sicher weggehauen, 100%. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.